Ja, hallo liebe Freunde und Feinde. Ich habe hier mal zwei Bücher, die ich vorstellen möchte, mit einem kleinen Nischenthema. Und zwar geht es um die Uniformierung und Ausrüstung der französischen Armee 1940. Also interessant, weil darüber gibt es eigentlich nicht allzu viel gute Literatur. Diese beiden Bände hier haben je 40 Euro gekostet und sind 2010 im Verlag Histoire et Collection in Frankreich erschienen. Es gibt mittlerweile keine oder immer noch keine englische Übersetzung. Mein Französisch ist ganz schön eingerostet. Ich kann es ein bisschen lesen, sprechen fast gar nicht mehr. Also es geht, aber ja gut, ich hoffe mal auf eine englische Übersetzung. Wir gucken uns die Bücher mal an. Das sind zwei Bände. Band Nummer 1, das ist er, behandelt die Uniform. Band Nummer 2, die Ausrüstung und die Bewaffnung. Und das sehr ausführlich. Das mal zur Seite. Schwupp. Wie bei Histoire Collection ist es wieder Hardcover, vernünftig gebunden, vernünftig gedruckt. Also da, das ist okay, ne? Das. Es geht los mit Beispielen, wie die Franzosen denn so aussahen. Mit den ersten Informationen. Ne? Infanteristen, Panzermänner, MG-Schützen, Gebirgsjäger, nochmal motorisierte. Also reichlich. Hier haben wir Mützen, Abzeichenfarben, Kopfbedeckung der verschiedenen. Und dann geht es los mit den Uniformen. Ne? Beginnt mit Horizon Bleu, also die horizontblauen Uniformen, die teilweise tatsächlich noch 1940 getragen wurden, von Reservisten und so. Dann geht das hier weiter mit den ganzen Jacken, Blusen, Windjacken, Schneetarnsachen. Hosen, 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 die ganzen Versionen und zwar so ziemlich auch so Kleinserien und selbstbeschaffte Offizierssachen, Orden und Abzeichen. Das sind die Kragenabzeichen für die Einheiten. Es gibt hier eine Menge über Zubehör, Schriftverkehr, Ausweisen. Das ist alles der Band 1. Also alles Uniformbeispiele. Und die Uniform an sich, Jacken, Hosen, Mützen. Band 1. Band 2 geht weiter. Und zwar fängt das an mit den Koppelausrüstungen. Verschiedene Tornister, Rucksäcke, die diversen Weiterentwicklungen, also 1934, 1936, diese ganzen verschiedenen Stufen, ne? Hier mit den Rucksäcken, die verschiedenen Packvarianten, die es gab, verschiedene Magazintaschen, Gebirgsjäger, hier sind Pistolentaschen. So, dann geht es hier weiter mit Nähzeug, okay, spannend. Wir haben hier die Sachen der Berittenen, alles an französischen Sätteln. Hier geht es los mit den Pistolen. Und zwar sind die sehr gut dargestellt mit Fotos, Gewehre. Ne? Wir haben hier natürlich die MPs, Handgranaten. Dann geht es weiter mit den Gruppenwaffen, wie das Maschinengewehr, schwere Maschinengewehr. Es geht weiter mit den Granatwerfern, sprich der 8 cm Werfer und der 6 cm Werfer. Wir kommen zu Ferngläsern, wir kommen zu Beobachtungsgerät, Funkgeräten, Feldtelefon, Funkgeräte, Funkgeräte, Gasmasken, die verschiedenen, die man so im Einsatz hatte. Und hier hinten kommen wir noch so zu Gliederungen und Sanitätsmaterial. Wie gesagt, wer sich für die französische Armee 1940 interessiert, der sollte versuchen, ob er die beiden Bücher bekommt. Haben damals Stückpreis 40 Euro gekostet, heute sind sie teurer. Ich meine, die werden nicht mehr gedruckt und auch viele Händler haben die nicht mehr liegen. Also das ist wirklich mittlerweile, man sieht das so, dass die Preise dafür schon steigen. Ich bin froh, dass ich damals gleich gekauft habe. Ja, coole Bücher.
Völlige Empfehlung, wer sich dafür interessiert. Wer sie findet, kaufen. Ich glaube, das ist auch eine Geldanlage. Ich denke mal, wenn die wirklich nicht neu gedruckt werden, 2010 rausgekommen, seitdem nicht wieder neu aufgelegt, könnte ich mir schon vorstellen, dass irgendwann mal der Wert auch steigen wird. Ne? Und zwar beachtlich, weil jetzt steigt sie auch schon. So, das war meine Empfehlung. Ne? 1940, der französische Soldat, zwei Bände, Histoire et Collection aus Frankreich. So, ich hoffe, war interessant. Kauft euch die Bücher. Mal gucken. So, das war's. Schönen Abend.